Ihr Idioten! Was Ja, macht ihr wenn da? ihr euch da nicht selber dran stellt, sondern das irgendwelche anderen machen lasst, dann passieren solche Dinge. Kannst natürlich dann noch eine ganze Menge eintrichtern, schimpfen und ja, ihr habt den ganzen Tag über viel zu tun, viel Stress, denn ihr wisst, was auf euch zukommt, ihr wisst, dass Gareth vernichtet werden kann und ein einziger Magnum Opus ausreicht, all diese 200.000 Menschen zu Boron zu schicken. Ihr seid verantwortlich, dass das funktioniert. Ihr müsst in den Kopf eines kranken Magisters eindringen, eines Hofmagiers, der seit vielen Jahrzehnten gesucht wird, der den Orken, ja, den Orkensturm nicht, aber der den die Ogerschlacht ausgelöst hat, dass ihr für all dies eine Lösung braucht und bisher noch keine habt. Und mit diesen Gedanken vergeht der Tag. Die Fallschirme werden genäht und dann natürlich auch verteilt und so könnt ihr euch dann nach einer, ja, Regeneration, nach der einen oder anderen Diskussion zurückziehen und ins Bett legen. Ihr habt all das getan, was ihr für nötig erachtet und seid ziemlich kaputt. Der 28. hat euch nicht wirklich körperlich gefordert, aber vor allem geistig. Abelmir möchte ein letztes Mal regenerieren, die Tore aufstoßen, seine Lebenspunkte in astrale Fäden umwandeln und schläft dann mit einigen Kräutern, mit schwarzem Mohn dann ein, blutender Nase. Und dann erwacht ihr, mitten in der Nacht. Ihr wisst nicht genau, was es ist, das euch weckt. Wenn ihr nach draußen guckt, aus den Fenstern heraus von eurer Herberge, von eurer Unterkunft, bei Witwe Prutz oder dort, wo ihr nächtigt, könnt ihr sehen, dass der Himmel schwarz ist, klebrig. Dunkles Licht, ohne Farbe, erhellt die Straßen. Wenn ihr nach draußen tretet, in eure Gewänder, in eure Rüstung gekleidet, das auch immer, was ihr anziehen wollt, könnt ihr sehen, dass der Himmel über der Dämonenbrache glimmt, grünlich. Ihr könnt das Loch bereits sehen, zerrissene und verätzte Fäden loser Magie, die hier für jeden zu sehen sind, für jedes Auge. Kein magischer Blick, der notwendig ist. Aus der Brache, die vor 1500 Jahren von Fraen Horas geschlagen wurde, dringt Heulen. Ihr könnt metallische Schmieden riechen und dunkle Erde, die in eurer Nase den Geruch verbreitet. Auf eurer Zunge schmeckt ihr Pech und Asche. Und dann könnt ihr sehen, wie aus der Mitte der Stadt sich blaue Lichter erheben, die zu einer großen Kuppel anwachsen und sich um den Himmel legen. Diese Runen, die auf die Straße getreten ist, kann neben sich dann auch Saldor Fosslerin erkennen, der seinen Arm in den Himmel streckt und jetzt mit den Litaneien anfängt, mit dem Ritual, um die Stadt zu schützen. Während ihr immer noch in den Himmel blickt, könnt ihr sehen, wie aus dem Riss zwei Magier auf Karakilim herausbrechen und ja, sofort instantan von unsichtbaren Wesen zerrissen werden, Mensch und Dämon gleichermaßen zerfetzt und die Überreste in die Brache getragen werden. Irgendetwas war dort wohl. Gewartet, gelauert. Noch ist die Festung nicht zu sehen, aber ihr wisst, dass es losgeht. Was wollt ihr tun? Immer der drei Rucksäcke in der Hand hat, gibt Rafim einen Rucksack und reicht Jala einen rüber. Hier, wenn es losgeht, müsst ihr hier unten, deswegen ist das auch eine Klappe unten sozusagen. Oben ist der Rucksack die ganze Zeit offen und unten müsst ihr dann die Klappe aufreißen, indem ihr an diesem Band reißt, den ganzen unteren Teil des Rucksacks wegreißt dadurch und dann wird sozusagen Luft durch den Fallschirm, durch den Rucksack in den Fallschirm gejagt und dann müsste man eigentlich, wenn alles gut geht, langsam fallen. Aber getragen wird er wie ein einfacher Rucksack, nur noch mit der Kordel hier vorne, dass die beiden Rucksäcke, diese Schulterbänder sozusagen zusammengeknotet werden, dass man nicht aus Versehen da rausrutscht. Danke. Die Hexen sind bereit. Die Hexen sind bereit. Ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin. Oh, Fex, steh mir bei. Werden wir hinterher erfahren. Ich schau mal zu den Magiern. Yasafa weiß Bescheid.
Ja, Isarud kommt gerade angerannt, angesprintet, höchstwahrscheinlich. Oder willst du da bleiben? Sonst ist sie nicht anwesend. Nö, also ich schnapp mir dann meinen Kram, den ich brauche. Ich mache mir auch so eine Gürteltasche mit so leeren Gefäßen wie aus einem Alchemistenkoffer, damit ich Pröbchen nehmen kann. Und dann sehe ich zu, dass ich meine Gefährten sammeln. Dann war die Frage vor allem erstmal an Abel mir gerichtet, aber Isarun kann dann eben auch angesprintet kommen. Ja, wir sollten uns dringend zu Jellaf begeben. Wir sehen uns oben auf der Festung, wenn alles gut geht. Ja, wir sind oben auf der Festung, wenn alles gut geht. Jalan, wir treffen uns bei dem Heldenschmied an seiner Schmiede mit den Hexen. Das ist das Einzige, was in der Nähe von der Mondbrache war und was alle kennen. Gut, gut. Dann weiß jeder, was er zu tun hat. Die Zwölfe mit euch. Die Zwölfe mit uns allen. Fix, schön ganz Glück. Klopfe ich Jalan auf die Schulter, will uns allen Glück schenken. Möge er. Und immer fängt an los zu joggen mit seinem Rucksack auf dem Rücken. Mittlerweile sind auch andere Menschen aus ihren Häusern herausgetreten. Es ist immer noch mitten in der Nacht, aber Sterne, Mond ist wie gesagt immer noch nicht zu sehen. Es ist dunkel, der Himmel klebrig schwarz. Wie gesagt, ein dunkles Licht ohne Farbe, was die Straßen erhellt und euch dann sehen lässt. Viele weitere, die jetzt nach draußen treten, Kinder, die dann rasch und eilig in die Tempel gebracht werden, wenn das noch nicht getan ist. Es riecht immer noch widerlich nach Schmiedearbeiten und ihr könnt immer noch die Asche in eurem Mund schmecken, pelzig belegt. Das ist ein widerliches, unnatürliches, chaotisches Gefühl in euch, was auch an eurem Bauch zerrt. Ja, ihr könnt immer noch keine Festung sehen. Immer joggt los, gemeinsam mit Rafim. Ja, und dann könnt ihr weiteres Gemurmel hören. Irgendwelche Stadtwachen, die jetzt wohl gerade vom Puniner Tor in Richtung Norden laufen. Es gibt wohl Bewegung, Marschbewegung. Immer kann im Vorbeigehen, Rennen noch hören, dass es wohl Söldner gibt, die jetzt wohl im Nordosten der Stadt angekommen sind. Die Truppen werden ein bisschen verschoben. Truppen, Stadtwache. Es sind keine Soldaten mehr, sondern nur noch Spießbüttel, Milizen. Versuchen jetzt irgendwie ohne richtigen Anführer, ohne richtigen Fähnrich, ohne einen Offizier dann sich selbst zu managen, zu dirigieren. Immer noch keine Festung zu sehen. Jalan, der wahrscheinlich bei uns bei ist. Jalan, wollt ihr die Leute fragen, was hier los ist? Was für Söldner? Unsere feindliche? Ich greif mir mal einen, halt den an. Du da! Wohin seid ihr auf dem Weg? Nach Norden, haben wir doch gesagt. Lass mich in Ruhe. Was tut ihr da? Die Stadt verteidigen. Gegen wen, Mann? Keine Ahnung, Söldner. Lass ihn wieder los. Okay, männliche Söldner. Das hoffentlich kriegen sie hier mit den Stadtmauern zusammen und den Topien. Könnte uns wen sein. Könnte Varena sein. Ach, ich hoffe nicht, dass die jetzt auch noch mitmischen und dass am Ende noch politisch in den Rücken fallen. Das sind wir. Darauf haben wir uns doch vorbereitet. Ich dachte nur, er würde sich ein wenig länger Zeit lassen. Gleich viel. Wir können ihn wohl vergessen, wenn wir auf der Festung nicht erfolgreich sind. Dann ist die Sache eh gelaufen. Wo verdammt nochmal ist Karinor? Weiß ich nicht. Jeder Stadtwache, macht die Mannspforte auf, wir müssen raus. Was, ihr wollt nach Süden? Ja. Ja. Jawohl, dann er macht das Tor auf und lässt euch raus. Wird das wohl gar nicht weiter hinterfragen. Auf die Feste drauf, in die Dämonenbrache, los. Ja, er macht das Tor auf, kannst dann am Puniner Tor rauslaufen, kannst dann auch sehen, die Schmiede von Eisinger leer und verlassen. Zumindest ist hier aktuell keiner mehr am Schmieden. Und läufst dann in Richtung Sonnengrund. Ja, an der Schmiede hält man an und sagt so, hier müssten bald die Hexenbahn auftauchen. Hoffe ich. Hoffen wir alle. Nochmal nervös in den Himmel. Sehe noch nichts. Ich auch nicht. Und dieses Gefühl in meinem Bauch. So, Rafim ist da und Ömer ist da. Da wartet ihr auf die Hexen, alles klar. Was machen die anderen? Wir hatten uns, glaube ich, im südlichen Villenviertel mit Jelle verabredet, wenn es losgeht. Nein, er verlässt... Nein, er ist beim Pentagon-Tempel. Ich wollte gerade sagen, das Arena-Viertel und Nadesheim verlässt er nicht. Alles klar, sorry. Ja, dann zum Hesine-Tempel.
Ja, da könnt ihr dann auch sehen, wie viele Erzmagier nach draußen getreten sind. Ihr könnt auch natürlich auch den Adeptus Major Eldan Gorbas erkennen, Jelefi Miasafa, Jikaba Al-Kadrechim, Landor Gerano, die jetzt ebenso ihre Arme nach oben strecken und ebenso dann ritualisierte Guardiani in den Himmel zeichnen und versuchen, den Himmel selbst zu schützen, beziehungsweise jetzt mit Antimagie dann die Sphären zusammenzuhalten, damit dann eben auch das Eindringen von Kolakai, der schwarzen Festung Yol-Gurmax, ja, verhindert wird. Die Sphären sind natürlich schon über der Dämonenbrache aufgerissen, aber in der Festung immer noch nichts zu sehen. Spektralität, habt ihr den Erzmagus Jelef gesehen? Er steht doch da. Neben uns. Gut. Jelef, ihr wisst, was wir verabredet haben? Wollt ihr jetzt tun? Jetzt noch nicht, wenn die Festung auftaucht. Dann stört mich nicht. Verzeiht. Guckst du Isarun? Isarun zuckt mit den Schultern, ja. Dann stören wir nicht. Aber wir sollten uns trotzdem irgendwas Nützliches suchen. Also wenn die Festung jetzt noch nicht zu sehen ist, dann sollten wir vielleicht mal nach den Falken Ausschau halten. Zur alten Residenz? Gut, die Straßen durften relativ frei sein. Das müssen wir schaffen. Selbstverständlich schaffen wir das. Wir haben Pferde. Ja. Ja, und während ihr wieder zurück zu den Stellen von Witwe Putz geht, schreitet, rennt, könnt ihr dann noch sehen, wie Kiaras Karinor wohl gerade gehetzt vom Raya-Tempel aus euch entgegenstürmt. Tatsächlich bin ich noch im Tempel und bete zu Raya. Dann bist du im Tempel und betest zu Raya. Ja, könnt ihr die Pferde aufsatteln und in Richtung Heldenberg reiten, wo ihr dann bei der alten Residenz eintrefft und werdet dann natürlich kurzzeitig von zwei Panthergardisten aufgehalten. Mehr gibt es aktuell nicht. Ihr könnt an den Feuerfalken dann auch sehen, Professor Dottore Rodrigo Javendosa und die anderen beiden Spießbüttel, die da stehen und die Feuerfalken schon gedreht haben, grob in Richtung der Dämonenbrache anvisiert haben und euch dann ansehen. Wir werden euch ablösen. Bohren zum Gruß. Ja, ihr wollt uns ablösen. Gut, dann was auch immer. Bleibt aber trotzdem in der Nähe. Nur für den Fall, dass wir gerufen werden. Könnt ihr denn damit umgehen? Es lenkt sich fast wie eine Armbrust, wurde mir gesagt. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe noch selber keinen Schuss abgegeben, aber er da drüben, Alrik, hat aus Versehen abgefeuert. Ich habe es mitbekommen. Ach, ihr, verzeiht. Ich habe euch in der Dunkelheit nicht erkannt. Es geht, glaube ich, gleich los. Ja. Ja, dann werde ich mich mal mit der Bedienung nochmal vertraut machen. Gibt es da einen Sitz, wo man sich so drehen kann? Wie so ein Nee, es ist eine Statue und du müsstest dann an diesen Schnabel ausrichten, sodass du das dann irgendwie drehst. Also da gibt es jetzt keinen Sitz, wo du dich hinsetzen kannst. Nee, das nicht. Ja, ich würde mich einfach nochmal mit der Bedienung vertraut machen, wie schnell man die Dinger drehen kann. Hoch, runter, zur Seite, wie auch immer. Okay. Und abwarten. Genau, mal schauen, ob sich die Festung jetzt schon zeigt oder was los ist. Ja, so langsam könnt ihr auch erkennen, wie sich die unteren Teile, Felsen, Metall, Unmetall aus dem Schlund nach unten schiebt und das grünliche Licht weiter verklingt. Noch einige Dämonen, verschiedene Wesenheiten, die dann noch versuchen, von der Dämonenbrache aufzusteigen, einige wuchernde Wurzeln, die dann von Kolakai ausgesandt werden und die Dämonen dann zurückpeitschen und sich langsam gemächlich jetzt diese Festung nach unten schiebt. Gebe einmal den riesigen Schatten von Kolakai frei. Ihr kennt den Schatten. Gut. Was tut Kiaras in Tempelhöhe? Ich befinde mich im Allerheiligsten des Raya-Tempels, knie vor der Raya-Statue. Mein Körper gehüllt in meine Rüstung, gereinigt und eingesalbt in Rosenöl, und ich intoniere ein Gebet, um
mich und alle anderen zu schützen vor dem, was kommen mag. Ja, um dich herum, du wirst bemerken, dass viele, viele Kinder hineinkommen und dich auch anrempeln, ist natürlich unglaublich unhöflich, haben sich auch nicht mal ihre Schuhe ausgezogen und ja, du merkst auch jetzt, wie um dich herum der Gestank so ein bisschen sich ausbreitet, dreckige Kinder, wie sie jetzt hier gerade um dich herum laufen, springen, verängstigt schreien. Die Evakuierung hat begonnen. Dann hoffe ich, dass ich ihnen wenigstens ein wenig Beistand mit meinem Gebet helfen kann, sich ein wenig ihre Angst lindern kann. Und so bete ich laut. O Herrin Raya, Herrin der Leidenschaft und des Liebreizes, Herrin der Liebe und der Zuneigung, ich errufe dich und bitte dich. Höre meine Stimme, erblicke meine Seele, fühle das Feuer in mir, das heller brennt als je zuvor. Schenke mir nur einen Funken deiner selbst. Ich kniee vor dir, nicht als bescheidener Diener, nicht als stummer Bittsteller und nicht als gelehriger Schüler und nicht als selbstloser Märtyrer. All mein derisches Selbst ist unbedeutend in meinem Streben. Der Grande, der Offizier, der Seemann, der Vogt, der Lehrer, der Ritter. Nein, ich kniee hier vor dir als einfacher Mann, vor der Frau, an die er sein Herz verlor. Vor uns liegt die Stunde größter Not und das Dunkel droht uns alle zu verschlingen. Doch ich kann ihn sehen, den Morgenstern, gefüllt mit unser aller Hoffnungen und Träume. In größter Dunkelheit wird selbst das kleinste Licht zu einem Leuchtfeuer und ich werde danach, nach der Morgenröte, greifen. O Raya, ich weiß, du schreckst zurück vor Gewalt, vor Hass und vor sinnlosem Kampf, denn sie sind Anathema zu deinem Sein. So lass mich diese Bürde für dich tragen. Lass mich dein Schwert sein, das feindliche Klingen abfängt. Lass mich dein Schild sein, das die beschützt, die es nicht selbst können. Lass mich dein Herz sein, das im Rausche der Hoffnung und der Leidenschaft schlägt. Ich rufe dich, Avis. Ein Abenteuer gilt es zu bestreiten, ohnegleichen. Eine Reise unseres Lebens. Schenke mir Flügel, auf dass ich den Himmel erklimmen kann, die Wolken durchstreifen und die Welt aus neuen Augen erblicken kann. Ich rufe dich, Tavun, Vater der Pferde, der du über ganz Dere fliegst und deiner Tugend folgst. Beschenke mich mit Mut und mit Kraft, auf dass nach dieser langen Nacht der Morgen hereinbrechen kann. Ich rufe dich, Sulva, geflügelte Schönheit, o göttliche Stute. Leihe mir deine Schwingen, um mich und meine Gefährten zu tragen. Hilfe mir, deinen Glanz über ganz Dere und Himmel zu zaubern. Ich rufe dich, Raya, o Tochter des Tanzes und der Herrlichkeit. Nutze mich als Instrument deiner Leidenschaft. Zeige mir die Harmonie, die ich brauche, um unseren Feinden zu trotzen. Raya, lasst uns tanzen. Gemeinsam den letzten Tanz. Lasst uns gemeinsam singen die letzte Hymne. Lasst uns gemeinsam leben, als gäbe es kein Morgen. Auf das es ein Morgen gibt. Du spürst, wie du von einem glückseligen Gefühl, von einer inneren Harmonie erfüllt wirst und beginnst leicht rosarot zu leuchten, zu glühen, zu glimmen. Sonst passiert nicht. Ich erhebe mich, öffne meine Augen, atme tief durch, fühle Raya mit mir und drehe mich dann um. Den Feind zu marschieren. Ja, während du hinaustrittst in aller Ruhe, dringen weitere Menschen, Kinder, Alte panisch in den Tempel ein und füllen ihn. Die anderen unten in Sonnengrund, ihr könnt erkennen, wie jetzt sich einige Gestalten aus dem Osten nähern, in der Luft. 20... 25, 30, ihr könnt die Zahlen nicht genau erkennen, sie fliegen so sehr schnell, erheben sich von den Krähensteinen ab und erreichen euch dann auf schnellem Wege. Auf Besen, Türen, einigen Fässern. Das sind eine ganze Menge, aber die meisten fliegen tatsächlich gemeinsam sogar mit einigen Flugwesen, mit einigen kleinen Adlern oder Eulen durch die Nacht. Und landen dann kurz vor euch im Staub, im Sande von Sonnengrund. Erreicht euch Shalya, die mittlerweile immer noch in ihre schwarze Tracht gekleidet ist.
hat sich ein bisschen herausgeputzt, ihre Haare nach oben gekämmt, sodass sie sehr wild und zottig aussieht. Und Garland kann erkennen, dass auf ihrer Brust ein riesiges Pentagramm leuchtet. Und die gehört mit euch. Fix mit euch. Gehen wir es an? Euch beide, sie deutet auf Ömer und Rafim, euch kann ich wohl mitnehmen, aber den Bandstrahler sicher nicht. Warum nicht? Weil ihr ein Bandstrahler seid. Weil ihr Praios Ideale vertretet. Und weil ihr mit dafür zuständig seid, dass die Hexe, die euch im Immernstadion durch die Luft fliegt, in Auralet gefangen gehalten wurde, gequält, geschändet und euresgleichen. Und doch stehen wir alle hier, um die Vernichtung der Stadt zu verhindern. Nun. Ihr sagt, ihr fliegt. Ihr sagt, ihr bekommt euren Tempel. Das war die Abmachung. Ja. Pacta sunt servanda. Versucht jetzt nicht, euch herauszuwinden. Dieser Deal gehört nicht zum... Das Hochfliegen gehört nicht zum Deal. Dies ist eine sehr freundliche Sonderleistung, die ehrwürdige Schallier uns zuteil werden lässt. Ihr könnt natürlich gerne hier bleiben am Boden und dabei zusehen, wie wir jetzt einige Dämonen hervorrufen, um sie in den Kampf zu schicken. Wenn ihr uns angreift, werdet ihr wissen, was ihr davon habt. Denn mit einem Bandstrahler werden wir sicherlich fertig. Und ich glaube nicht, dass euer Tod hier jetzt auffallen würde. Deine Knirschen? Ja, dann. Mäßigung und geht zu Witwe Brutz. Vielleicht trefft ihr die anderen und vielleicht haben sie eine Lösung. Ansonsten, im Arenaviertel steht das Luftschiff und der Oberlöffel. Das hat ein Nachspiel. Verlasst euch drauf. Ganz sicher, für euch. Könnte nämlich sein, dass wir auch den anderen Praios-Geweihten von euch erzählen, was ihr alles mit uns getan habt. Ihr wisst, Hexen lügen. Zwinkert sie dir aufreizend zu? Ich marschiere ab. Ja, kannst wieder durch das Puniner Tor gelassen werden. Weil währenddessen schiebt sich die Festung immer weiter nach draußen und ihr könnt jetzt auch die ersten großen Türme erkennen, die stehlen, die dann die Sphären aufreißen und die ganze Festung stabilisieren. Ihr könnt auch erkennen, dass sie sich verändert hat. Viele Risse, die sich jetzt abzeichnen, die rot zu glühen scheinen. Und tatsächlich, die Festung ist beschädigt. Auch das ist deutlich zu erkennen, während sie nach und nach größer und größer wird und mit dem Schatten dann ganz aus den Sphären heraustritt. Und dann stürzen sich weitere viele Karakilim und auch ihr Halken von der Festung ab und fliegen in Richtung Gareth. Die Schlacht in den Wolken hat begonnen. Und während Isarun und Abelmir mit einem flauen Gefühl im Bauch Maß nehmen, die Schnäbel ausrichten, kurz berechnen, wie lange brauchte Ignifaxius, um diesen Karakil abzuschießen. Ihr könnt neben euch hören, wie weitere Rotzen abgefeuert werden von den Dächern vom Ingrim-Tempel aus, weitere Netze, die wohl auch schon abgeschossen werden, obwohl sie hoffnungslos in Gareth landen, ohne dass sie ein Ziel erreicht haben. Die ersten, die dann, nervös wie sie sind, auf die Betätigung dann gedrückt haben und weitere Rotzen, die auch kläglich irgendwo noch im Inneren von Gareth runterfallen, irgendwelche Häuserteile beschädigen und Trümmer dann runterbrechen. Einige Bogenschützen, die neben euch stehen, um euch herum stehen und auch die ersten Pfeile abschießen, ist einfach hoffnungslos. Die Menschen sind komplett überfordert. Und während ihr da steht, mit euren Schnäbeln Maß nehmt, könnt ihr sehen, wie sich zwei Drachen von der Festung abstoßen. Ein kleiner und ein großer. Und während ihr Rassasor zu erkennen scheint und seht, wie viele, viele Aaskrähen ihn begleiten und in Richtung Süden, in Richtung des Boronfeldes, das, was angekündigt war, fliegen, könnt ihr dann auch hören, wie sich um euch herum Reiter bewegen, Pferde, Getrappel. Ihr seht, wie Danos von Luring mit einer schwarzen Endurium-Lanze angelegt, irgendwo hinter ihm, neben ihm noch ein torwalsches Pony, was dahinter trabt,
kurz stehen bleibt. Danos scheint euch zuzunicken. Ihr nehmt euch den kleinen Drachen vor. Ich werde in Richtung Süden reiten. Das Boronfeld bewachen. Ich vermute, dass er direkt dorthin ist. Ich hoffe, dass wir nicht zu spät kommen. Wir sehen uns dann hoffentlich nicht in Borons Hallen. Bis später, dann beim Rat der Helden. Auf den zweiten Drachen, davon wurde mir nichts gesagt. Prescht er los. Sagt er wirklich, wir sollen uns um diesen Perldrachen zu zweit kümmern? Meint er das ernst? Das weiß ich nicht, aber wir beide haben zumindest Erfahrung im Kampf gegen so ein Viech. Wir sollten schauen, ob noch einige der anderen noch auf dem Boden sind. Wohin fliegt denn der Perldrache? Ja, du schaust ein bisschen skeptisch zuerst Rassasor hinterher, der tatsächlich dann in der Nacht in der Schwärze irgendwo im Südosten von Gareth verschwindet. Und der riesige Daimoroch, den du schon gesehen hast, der Werheim oben in Trümmern gelegt hat, der die Festung oben geschmolzen hat, die Festung Karmalet. Und damit dann auch für den Herrmeister der Rondra-Kirche das Ende bedeutet hat. Du siehst ihn, wie er über Gareth kreist und wie er wohl irgendwo, ja, über dem Drom, über dem Hypodrom dann wieder nach unten pisst und das Ganze ansteckt. Ein riesiger Feuerball, der sich da jetzt entfacht und alles beginnt in einem riesigen Flammenmeer zu stinken. Er fliegt über die Stadt. Du kannst sehen, wie er dann auch an der priesterkaiserlichen Nora-Exekrale entlang fliegt und in die Türme streift. Einer von den Türmen der Nora-Lexakrale abbricht und dann nach Nadesheim hinunterfliegt. Du kannst auch sehen, wie jetzt weiterer Pfeilregen ihm entgegenströmt und er sich dann in der Kaserne von Kaiser Raul niederlässt. Nach Osten ist er geflogen. Sieht so aus. Mit diesen Geschützen können wir gegen ihn nicht viel ausrichten. Drachen sind normalerweise immun gegen Feuer. Ich fürchte, wir stehen hier gegen Drachen auf verlorenen Posten. Zumindest mit diesen Geschützen. Aber wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass dieser Drache nicht noch mehr Unheil anrichtet. Wir müssen uns um ihn kümmern. Was schlagt ihr vor? Jetzt könnt ihr auch erkennen, wie die eingehörnten Karakilim ihre tödliche Fracht abwerfen und um euch herum, ja, quasi im gesamten Stadtkern von Gareth anfangen, Brandgeschosse zu verteilen. Kleine Tonkrüge, die dann um euch herum explodieren. Der ganze Himmel ist voll von Dämonen. Kiaras, du stehst unten bei Tempelhöhe und siehst das Schauspiel. Von Rassasor selbst hast du nichts mitbekommen, weil dir die Häuser so ein bisschen im Weg sind, aber du kannst erkennen, wie über dir im Norden wohl gerade die priesterliche, kaiserliche Noralexakrale gerade zusammenbricht und mit einigen Feuerstrählen ein riesiger Drache, ein Perldrache, ungefähr so groß. Das ist doch das Wesen, was die anderen schon einmal berichtet haben, als sie in den Bergen unterwegs waren. Er lässt sich gerade nieder und beginnt mit einem feurigen Schauspiel. Dann ist das der erste Ort, an den ich reiten werde. Ich steige mein Ross und reite geschwind gen Norden.